Hallo und willkommen zur Minecraft Architektur Episode 3. Jo, und wir fangen gleich mal schnell an. Also, zuerst haben wir hier ein Waschbecken und eine Toilette von Cat, Sex, Man, Bear, Pig. Okay, guter Name. Also, das ist das Waschbecken, sowas kann ich schon mal sagen. Und das ist die Toilette. Und ja, also, da macht man Deckel auf. Und ja, geht gleich wieder zu, ist ein kleines Problem, aber muss man sich ja beeilen, oder man macht es halt einfach mit der Hand. Und ja, dann kann man da das machen, ne? Weißt du Bescheid. Aber irgendwie gibt es da zurzeit so einen Bug in den Versionen bei Minecraft, dass man da keine Items reinlegen kann. Weil reinfliegen kann man ja auch, also eigentlich könnte man Items auch reinlegen. Und stattdessen, dass sie drinnen bleiben und reinfliegen, springen sie jetzt so rum, weil die arbeiten wahrscheinlich gerade dran, dass das so ein ganzer Block ist, wo man keine Items reinwerfen kann. Und deswegen spinnt es wahrscheinlich so. Aber trotzdem, vom Aussehen her sieht es echt gut aus. Ja, und hier ist das Waschbecken. Also da ein Braustand und da ein Ding drauf. Also, falls ihr euch fragt, wie ihr es macht, einfach Block, Schiene, mein oder Lore halt drauf. Und drunter dann das Ding und dann so also drunter den Baustand und dann den Block abreißen und dann ist das Ding da drauf. Dann noch da ein Schalter und dann ist das wie so ein Hebel. Ne? Also. Ne. Ja. Dinger meine ich jetzt. An Wasserhähne, genau. Mann, ich kann nicht sowas vergessen. Also dann haben wir hier Dorfkarten. Also eine Dorfkarte, soll ich sagen. Nicht mehrere, ist nur eine. Von M. Martinez 42793. Also sowas ist eigentlich gut für Dinge, für Dörfer. Oben ist da noch so mit Treppen ein bisschen nachgeholfen und hier da ein Leuchtstein, damit es hier immer schön hell ist und man sieht, wo man ist. Und ja, sowas passt gut in Dörfer. Gutes Design auf jeden Fall. So, also, könnt ihr mal raten, was ist das? Also, wo ich das gesehen habe auf dem Bild, habe ich es echt gleich erkannt, weil sind ja immer englische Posts und ich habe keine Ahnung gehabt, was Kneipe heißt, weil das ist nämlich eine Kneipentür von Talisman G1 und ja, das erkennt man wirklich, weil das sieht echt Hammer aus. Dann so Dinge hier, dass sie auf die Seite aufgehen, also boah, ist Hammer. Bei einer richtigen Kneipe, wie schauen da die Türen aus? Weiß ich jetzt nicht wirklich, aber ich glaube auch irgendwie so. Oder da geht man, glaube ich, dann durch und ja, da muss man nicht. Weiß ich jetzt nicht wirklich, wie eine Kneipentür ausschaut, aber auf jeden Fall passt es schon gut hin. So, dann haben wir hier Trinkgefäße. Das sind jetzt 2S, weil ich eigentlich ein scharfes S machen wollte. Trinkgefäße von Geo Uuk. Und ja. Das sind Blumentöpfe. Das ist Teller, ein Eisen- oder ein Steinteller. Steinzeit. Und da sind die Dinger, die Tassen mit Kaffee drin. Oder Kaba. Sieht auf jeden Fall auch saugeil aus. Mach ich das gerade? Ach so, wegen dem Ding bin ich ein bisschen hoch. Gut, dann haben wir hier. Warte, da steht's. Futternapf. Futternäpfe von Half-Eyed Worm. Und ja, für Hunde halt. Futternäpfe. Also da ist das Trinkwasser. Haben sie noch nichts getrunken, haben noch keinen Dusch gehabt wahrscheinlich. Da ist die Matte, Türmatte. Hatten wir ja schon mal, ne? Aber das ist eigentlich eine Werkbank. Ist halt zum Schlafen oder so für die Hunde. Und hier kommt eigentlich blaue Wolle rein, braune Wolle rein. Das ist dann. Ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist was zu essen. Ich glaube nicht, dass es die Scheiße ist. Ja, ich glaube, das ist was zu essen. Aber im Moment geht's ja nicht. Sie können es zwar so machen, aber sieht halt dann nicht so gut aus. Hüpft halt dann ein bisschen rum, ne? So, also das war's wieder für die Episode 3 von Minecraft Architektur. Wenn es euch gefallen hat, klickt auf mag ich und ansonsten könnt ihr noch kommentieren und so. Oh, und da seht ihr das schon. Episode 4 wird einfach so episch, also. Boah, solche Sachen, wo es da gibt, die habe ich erst neulich hingebaut und
Oh, die haben so lange gebraucht zum Hinbauen. Aber ich habe es dann geschafft. Also, es war ja auch schon eine Qual, das da abzubauen, da mit nur einem Bild. Ich sage einmal so viel: Eine Orgel gibt es beim nächsten Mal. Und mehr sage ich jetzt nicht. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.